Leute, wir basteln heute mal wieder was. Für den Krach im Hintergrund möchte ich mich entschuldigen. Wir sind am Rasenmähen, das kann ich leider nicht ändern. Was wir heute basteln werden ist, was ich euch zeigen will, ist diesen Schusssack, den ihr ja schon kennt. Ja. Hält ganz schön was aus, bin wirklich begeistert von dem Teil. Nochmal hier einen herzlichen Dank an Robert. Toller Tipp mit den Teilen. Ja, so. Was wir dazu brauchen ist diesen Kaffeesack. Nennt sich Schwerlast-Kaffeesack. Kannst du bei eBay kaufen. 2er-3er-Pack für 2 Euro und ein paar zerquetschte. Und Folie. Massenhafte Folie. Wobei ihr könnt wirklich alles nehmen, was ihr findet. Ja, worauf ihr achten müsst, das ist ganz, ganz wichtig. Bei diesen Folien hier, ja, wo diese Luftpolsterfolie drin sind, ihr müsst die aufstechen. Da darf keine Folie mehr, also keine Löcher, ja, einmal zurückspulen, nochmal von vorne. Worauf ihr achten müsst, ist, dass hier keine Luft mehr drin ist. Die müssen aufgestochen werden. Ja, weil ihr sonst den Sack aufpumpt und wenn ihr drauf schießt, schießt ihr die Luft da raus und dann fällt der Sack in sich zusammen. Ganz blöde Idee. Ja, also aufstechen und dann dieses Material, was dann übrig bleibt, ist dieses Material, also ohne Luft. Ja, und dann in den Sack reinstopfen, was ihr eben könnt. Das mache ich jetzt mal. Ich bereite das mal vor. Also beim Stopfen müsst ihr gucken, dass die Ecken wirklich gut ausgepolstert werden. Wie ihr sehen könnt, das ganze Material ist verbraucht. Ja? Also da geht unfassbar viel Zeug rein. Jetzt sind wir so weit, dass wir sie oben zuhalten. Ja? Ganz wichtig ist, dass ihr das hier macht. Ja? Das ist einmal rumdrücken und nochmal kräftigst drücken, dass wirklich alle Luft raus ist. So, dann macht ihr das Ding zu. Am besten geht es mit Kabelbindern. Ja? Oder mit Schnüren, da ich mit der einen die Kamera festhalten muss, melde ich mich gleich wieder. So, Kabelbinder 1 ist dran. Ich mache gerne immer mal noch einen zweiten drum, was ich jetzt tun werde. Also mit Stativ macht es echt mehr Spaß, oder? Ja. So. Ah, Moment. So, zweiter Kabelbinder ist dran. Das Säckchen sieht dann, muss er natürlich umfallen, kann ich stehen bleiben, ja, ist klar. Ist klar. Dann eben so. So, zweites Säckchen, Beschuss fertig. Ihr seht, bei dem ersten habe ich noch probiert. Der Größenunterschied ist gewaltig. Ja, zum Füllmaterial. Kleiner Hinweis. Wie gesagt, es darf keine Luft drin sein in den Popfolien. Ihr könnt auch alte Klamotten reinstecken. Ja, am besten sind zum Beispiel Socken, alte Schlipper, T-Shirts, alles was ein bisschen weich ist. Ja, Jeanshosen geht auch, aber da müsst ihr wirklich drauf achten. Es dürfen keinerlei Metallteile noch dran sein. Das heißt Reißverschlüsse, so, bisschen besser? Ja. Keine Reißverschlüsse, keine Knöpfe, keine Nieten. Das muss alles rausgeschnitten werden. Macht eine Sauarbeit. Ja, ich habe es schon mal versucht. Ihr sitzt länger dran, die ganzen Mist da rauszuschneiden als alles andere, also Hosen und so ein Kram, Blödsinn. Ja, nehmt alte Betttücher, Bettlaken, hier auch die Knöpfe abmachen und Reißverschlüsse rausschneiden oder alte Kopftücher, hier vom Kopfkissenbezüge. Ja, sowas alles könnt ihr da reinstoppen. Ja, ich habe einen Tipp bekommen, am besten wäre Malervlies. Das könnt ihr bei Amazon kaufen, gibt es eine riesen Rolle für ein paar Euro. Aber wie gesagt, wenn ihr den Krempel zu Hause liegen habt, ja, für was extra Geld ausgeben, das reicht, der Sack kostet genug Geld, finde ich, für unser Hobby, ja, für mal auf der Wiese zu schießen. Oder ihr um den Kids eine Freude zu machen, im Garten so ein paar Säcke aufstellen, dann haben die ihren Spaß dran, ja, da muss ihr nicht einen Haufen Geld ausgeben. Ja. Von daher, wie gesagt, Metallteile raus, Plastikteile raus und dann gibt es auch keine Probleme. Ja. Also in dem Sinne, viel Spaß beim Nachbasteln. Bis dann.